Hi, ich bin der Günther, ich heiße Ambude. Willkommen zu einer neuen Folge Okami HD. Letztes Mal haben wir hier im Dorf den Fluch brechen können und einiges wieder richtig stellen, genauso wie die komischen Hundekrieger da zu finden. Und stimmt, die haben wir ja jetzt auch geholfen. Sie blühen, die Blumen blühen wieder. Weißt du, ich gab ihnen jeden Tag Wasser. Ich werde sie auch weiterhin gießen, solange wie sie es brauchen. Das ist schön und dafür musstest du jetzt noch mit mir reden? Es gibt später noch eine Möglichkeit, mit Wasser zu versorgen. Super. Dann gehen wir jetzt mal hier rein. Bevor wir eben dorthin gehen, wo sich die ganzen Hundekrieger, also sagen wir mal, die wir bisher haben, versammelt haben. Wow. Das ist ja ein krasses Alter. Ich glaube, ich habe bei der gesamten Spielsession zweimal Exorzismus verwendet. So. Hier oben hatten wir ja schon diese Tür, wo wir angeklopft haben, aber uns gesagt wurde, wir sollten bitte anklopfen. Das finde ich immer noch nicht gut. Aber, wie ihr seht, passiert da jetzt nichts mehr, sondern stattdessen ist die Alte hier. Ich war so dumm zu glauben, dass ich alleine herkommen könnte und was soll ich nur tun? Ja, vielleicht wäre es besser, wenn ich im Kampf falle. Alles klar. Nein, dann wäre meine Reise umsonst gewesen. Sag mal, was ist mit dir los? Hey, du bist doch der Hund, den ich... Ich hab 18 Mal geklopft! Sag mal, bevor... Jetzt stell du dich nicht auch noch gegen mich! Hey, ja, ich bin Isun. Jetzt erzähl mal deine Geschichte. Ich heiße Ruka. Mein Vater wurde von einem Monster ermordet. Wow, sad story. Ich wurde auf die Reise geschickt, um seinen Tod zu rächen, aber ich habe schnell gemerkt, dass ich keine Chance gegen solch schreckliche Kreaturen habe. Ich habe keinen Schimmer, wie ich jemals meine Rache nehmen soll. Das ist schön für dich. Schöner Pechvogel. Sag mal, du magst zwar klein sein, aber du reitest einen großen Wolf. Du musst ein furchtloser Krieger. Willst du mich jetzt verarschen? Würdest du dich für mich um meine Gegner kümmern? Hier, das sind Bilder von ihnen. Jedes Monster ist auf die gleiche Art markiert. Du wirst sie im Moment erkennen, wo du sie siehst, aber sie sind sehr verschlagen und wagen sich nur nachts heraus. Bitte vollzieh meine Rache an den Geschöpfen der Nacht. Überlass das nur mir, der unglaublich ist. Was bekommt man dafür als Belohnung? Dasselbe wie immer. Was war das nochmal letztes Mal? Goldstaub. Scheiße! Ich wollte das jetzt einfach aus Prinzip nicht machen! Aber Goldstaub brauche ich leider! Ich denke mal, die tauchen dann auf dem Feld auf, ne? Ja. Oder Ebene, Taka-Ebene heißt es ja. Trotzdem, ich würde das gerade gerne einfach aus Prinzip nicht machen. Kann ich eigentlich hier auf das Hausdach und wenn ja, bringt das was? Nein, kann ich nicht. Das habe ich auch probiert. Da hinten haben wir die Blumen ja schon genutzt. Und hier hinten haben wir die ganzen Hunde versammelt. Und jetzt ist da nicht mehr das Symbol von der Alten da, sondern vom Hund. Habe ich dich schon gefüttert? Nein. So, die Vasen auf jeden Fall auch zerstören. Wir brauchen immer noch Kohle. Also einfach hoppen. Wir brauchen 50.000 für die Waffe, die es hier gibt. Und wie steht's gerade genau mit meinem Glück? Ich kann nichts hochleveln. Als nächstes würde ich wahrscheinlich eh die Tinte oder, keine Ahnung, vielleicht die Börse machen. Sache ist halt, dass mein Magen komplett voll ist. Das ist der letzte von denen. Hey, der Flohsack starrt uns finster an. Ich glaube, der hat deinen Hundesucher bemerkt. Meine Herrin Fusima hat mich gerufen. Aber erst möchte ich eine meiner Fähigkeiten ausprobieren, an denen ich gearbeitet habe. Was? Fusima hat mir verboten, an sinnlosen Kämpfen teilzunehmen. Aber ich will testen, ob du diesen Hundesucher zurechttreten. Hä? Warum sagt das jetzt Isun? Ich verstehe das gar nicht.
Ich glaube, das ist ein Fehler. Du wagst es? Was wirklich Mutenkampf mit uns zu wollen? Okay, auf die Fresse. Okay, meinetwegen. Ich weiß nicht, wer dieser Flohsack ist, aber der wird eine Überraschung erleben. Ja, ich habe eine kleine Überraschung erlebt. Ich habe da, glaube ich, einen Heileintritt gebraucht. Oh Gott. Aber irgendwas muss der ja auch können. Ah, den stoppt das nicht. Ich dachte, nee, der hat nur so ein paar Aber, solange das Ding leuchtet. Ah, scheiße, es hat gerade begonnen zu leuchten. Oh, und wieso trifft das? Ich sehe schon, was du meinst. Ich meine, die Zeit wird hier nicht toll, aber ich spiele hier lieber defensiv. Der ist offenbar ziemlich stark. Untersteh dich! Oh Gott, schlechtes Timing, aber ein bisschen Damage. Ich glaube, gegen den ist man wirklich ganz gut dabei, wenn man sich viel in der Luft aufhält. Hui. Nochmal draufhauen. Alter, Geld, ja! Ja, Zeit und Schaden, beide nicht toll, also. Ich sehe ein würdiger Gegner. Lass uns kämpfen, wo wir Platz haben. Willst du mich verarschen? Das wird lustig. Diesmal wird ernst gemacht. Los, zeig uns, was du drauf hast, Flohsack. Wenn wir mit gefährlich sind, wirst du wünschen, wir es gleich zu Fusimega. Warte mal. Wenn der auch von Fusime gerufen wurde, vielleicht ist der auch... Ach! Wie kommst du jetzt da drauf? Aus seinem Kampf nicht zustande kommt. Hundekriatei. Jetzt habe ich genug mit dir gespielt. Nun wirst du die Wut der Satomi-Kugel der Macht. Also die Namen, die finde ich auch wunderbar. Die Kugel der Macht. Sie spüren willkommen. Was, Winfi? Jetzt zeig uns schon, was du drauf hast, Flohsack. Wir haben keine Angst. Oh, Teil. Ich dachte, ich hätte hier was draußen gehört. Ihr beiden seid doch nicht am Kämpfen, oder? Nee. Nur ein bisschen freundschaftliches Raufen. Guck, niemand hat auch nur einen Kratzer. Naja, zumindest haben wir jetzt 5 der Satomi-Kugeln der Macht. Aber ihr wart böse, warum seid ihr nicht direkt nach Hause gekommen, als ich euch rief? Was ist das für ein scheiß Name? Weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall trägt jeder Satomi-Hundekrieger die Kugel einer anderen Tugend. Die Satomi-Kugeln der Macht sind der größte Schatz des Hauses Satomi. Ich brauche die Kugeln, um die Sperre von Rotheim durchbrechen zu können. Aber die Hundekrieger hören nie, wenn ich sie zurückrufe. Und 3 von ihnen fehlen noch immer. Ich befürchte, ihnen könnte etwas zugestoßen sein. Aber es gibt niemanden, den ich aushalten könnte, um ihnen zu helfen. Obwohl... Was soll dieser Blick, Lady? Okay, wir finden den Rest. Mann, hatte ich ja gesagt, wir werden sie alle ohne einen Kratzer zurückbringen. Sicher, ich darf sie nicht umbringen. Schade. Wie wunderbar, ich schliffe immer an eurer Schuld. Ich kenne die ungefähren Aufenthaltsorte. Ja, 2 kenne ich auch. Einer ist im Wald bei dem kleinen Jungen, einer ist im Dorf Kamiki bei einem anderen kleinen Jungen. Ich werde sie auf eurer Karte markieren. Und der 3. ist hier auf der Ebene. Stimmt, da war doch sogar so einer bei diesem einen Schatzsucher, oder nicht? Nein, da waren Füchse. Achso, ich dachte, da wäre auch irgendwo ein Hund rumgelaufen. Du hast den Hundesucher. Sie werden hier jetzt zurückkommen, wenn du ihnen den Hundesucher zeigst.
Natürlich nur, wenn sie nicht verletzt sind oder Schlimmeres. Bitte beeil dich, wir müssen die Kugeln der Macht bekommen und die Sperre überwinden. Ja, jetzt dürfen wir noch mal ein bisschen zurückrennen. Übrigens kann man sich die Reihenfolge nicht aussuchen. Echt jetzt? Ja, man braucht man braucht das Assassin bei bestimmten Hundekriegern, was man bei den anderen bekommt. Oh, ich weiß jetzt schon, die Reihenfolge wird wahrscheinlich nicht die simple sein, die man machen könnte. Von nah zu fern meinst du? Ja. Das ist was. Ach, echt? Ich hätte jetzt irgendwie gedacht, erst kommt der in der Mitte, dann der Erste, dann der Letzte. Das wäre meine Schätzung gewesen. Und übrigens hast du dir eigentlich gedacht, dass der nicht auf der Ebene ist. Ja, okay. Ich muss halt gucken, wo genau. Hier, dieses Feature benutze ich so selten. Ja, da hinten. Knapp daneben. Na dann, ab geht's dahin. Genauer gesagt ist er offensichtlich ja bei der Sasa-Zuflucht. Danke. Das hat sich gelohnt. Ah, für diese Waffe fehlt uns aber immer noch einiges. Ich gehe jetzt auch in den Kampf. Ach, das ist ja so ein Flötenkeck. Ha, in der Luft kannst du dich nicht schützen, Bitch. So, der Kampf lief doch ganz gut. Wieder mein Siegestanz. Und weiter. Wir müssen hier hinten lang, Alter. Hier waren wir ja schon. Nehmen nochmal den mit. Oh, da ist ja noch einer drin gespawnt. Ich hab gar nicht gesehen, dass da noch einer gespawnt ist. So, den lasse ich jetzt einfach mal. Das sah aus der Distanz ganz komisch aus. Hä? Hä? Das ist genau so ein göttliches Tor, wie man auch vor der Mondhöhle. Ach so, das heißt, wenn ich hier lang gehe, dann finde ich nix. Genau. Ah! Und der kleine Tipp, den du brauchen wirst. Der da? Ja. Diese Wand zu schieben ist zermüdend. Ah, hast du auch diesen Geruch wahrgenommen, Hündchen? Der Geruch des geheimen Platzes, den nur die mit reinen Herzen betreten können. Der Geruch der Sasa-Zuflucht. Jeder, der versucht, da hinzukommen, verläuft sich hier. Aber das heilige Tor, da muss ein Hinweis sein. Es muss dieser Ort sein. Das bleibt unter uns, aber die Sasa-Zuflucht ist, wo all die Spatzen leben, ne? Nun, ich habe eines dieser jungen Spatzenmädchen von hier kommen sehen. Deswegen bin ich so sicher, dass die Zuflucht irgendwo sein muss. Ah, der hat noch mehr zu sagen. Ja, wie gesagt, hier kam so ein Mädchen raus, deswegen bin ich mir sicher, dass die Zuflucht hinter diesem Fels ist. Ich frage mich, wo das kleine Mädchen hingegangen ist. Ich hoffe nicht in die Nähe von diesem gemeinen alten Ehe... Oh Gott. Muss ich jetzt echt zu denen? Egal. Ich muss zu... wieder zu... Ich muss ja erstmal schauen, was bei der Sasa-Zuflucht macht. Bitch, ich bin durch hier. Die Saas-Zuflucht. Bambusdorf Sasa-Zuflucht. Emmy, ist das nicht der Ort, den Herr Bambus erwähnt hat? Er sagt, er könne keinen Bambus mehr für seine Bambuswaren bekommen. Das ist schön für ihn. Ich habe eine Idee. Machen wir den Rest auch noch, wäre auch schade. Den Bambus, den das gibt's hier vorne noch nicht.
Ich habe aus Versehen Felsen mitgenommen, aber gut zu wissen, dass ich die zerstören kann. So, Save Point. Dann auch nicht. Hey, hey! Ey, du, Gammler, was willst du in der Sasa-Zuflucht? Hier umzuschnüffeln mit diesem unschuldigen Gesichtsausdruck. Du hast ganz schön Mumm für einen Wolf. Du weißt, dass dies der Grund und Boden des Spatzenclans ist, stimmt's? Ich glaube, du hast dich versprochen. Ich glaube, du meinst Spastenclan. Wir können dich nicht einfach so gehen lassen. Wir werden dir einen Fell abziehen und dich in die Kiste schicken? Was? Hä? Boss, zeig's diesem anmaßenden Köter. Was bist denn du für ein Fettsack? Hey, du Gammler, weißt du überhaupt, wen du da feuerst? Das ist der mächtige Anführer des Spastenclans. Das ist der große Jambat. Was ist denn bei denen falsch? Oberboss Jamba. Okay, Boss, machen platt, er gehört ganz hier. Ja, ey, was anderes als platt machen kann man mit der Statur ja auch nicht. Der Boss ist sehr verärgert. Was? Hör zu, Gammler. Die wunderbare Tochter des Boss wurde entführt und er ist verdammt wütend. Was muss ich jetzt nur tun? Wer würde denn das wissen? Wir tun alles, um sie zu finden. Wir haben alles abgesucht. Niemand wird hier durchkommen, bevor sie nicht in Sicherheit ist. Und jetzt verpiss dich! Was muss ich wohl jetzt nur tun? Ich habe ja keine Ahnung. Hä? Sie wollen uns nicht reinlassen? Und was ist das für eine Geschichte mit der entführten Tochter markiert? Aber saven darf ich, danke. Noch ein freies Saveplatz. Ja, juckt nicht, dann beginne ich wieder von oben. Oh Gott, nicht Christian. Ah, ich dachte schon, die wollen wieder rumheulen, aber es wird nach. Das ist ja ganz klebert hier, aber egal. Und ich könnte jetzt auch, bevor ich zu den Alten gehe, erstmal ein, zwei Monster jagen. Das hier sieht sehr komisch aus gerade. Also du warst hier schon die ganze Zeit, du wirst kein Monster sein. Dich habe ich gerade auch schon besiegt, bist einfach respawned. Bei dir weiß ich's nicht. Ja gut. So, das hat nicht so lang gedauert. War aber auch verdammt einfache Aufstellung. Ja, ich habe hier schon die Empfehlung bekommen, nicht direkt die Monster hier alle zu jagen, aber ich würde sagen, hier verfluchte, abstoßende Kieme erscheint. Ja, das ist, wissen wir ja. So, mach mal hier ein bisschen das. Was? Ich wollte keine Bäume pflanzen. Kann ich den so nicht treffen? Keine Ahnung. Ich hab mir gerade aber schon gedacht, ist der Gegner nicht irgendwie auch ein bisschen leicht? Weil auf Dauer bringt er sich doch selbst um. Ja, Siegestanz. Das war ein Monster von der Racheliste und wir haben es gefunden. Ja, ne? Durchstreichen. Was sind das für Namen? Das ist immer so bescheuert. Roter Teufel, der Verachtete, Todesfiend, der Widerwärtige. Ich finde wulstiges Auge, der Verachtete, schön. Passt. Das ist ein Monster weniger. Nicht mehr lange, du hast alle Namen ausgestrichen. Vielleicht gibt's da eine Belohnung. Ich hätte zur Belohnung weniger aggressiv aussprechen können, ja. Ich kann nicht die Quest hier Tag und Nacht machen. Am besten bei Nacht. Oh. Das ist ja gar nicht wieder bei Nacht.
Ah, das ist Kacke. Hallo. Ich glaube, hinter diesem Loch ist eine Wand. Ist das dein Ernst? Auf Deutsch zwingen die mich jetzt. Es gibt noch was im Wehrausgänge. Nee, das lohnt sich jetzt zeitlich nicht. So lange brauche ich jetzt für die Viecher auch nicht. Ja, für die das war nicht die richtige Technik. Hä? Ich hab, mach den doch trotzdem in 4 Sekunden gefühlt. Nein, ich meine, um den Dämonenzahn zu bekommen. Ach so, das kann sein. Ja, dann gehe ich mal hier hin und guck, was ich machen muss. Grabsteine hier draußen? Sieht nicht aus, als würden die Besuch bekommen. Das ist irgendwie traurig. Was für ein abbruchreifes altes Haus. Die Stützpfosten brechen ja schon zusammen. Ich wette, hier kommen wir aufs Dach. Ja, und ich denke, das sollte ich auch. Ich glaube sicher nicht, dass ich mit dieser gar nicht auffälligen Stelle etwas machen muss. Hui. Sieht aus, als wäre dieser Teil hier mit Holzblättern versperrt. Ich wette, das kannst du leicht kaputt machen. Brauche ich hier eine Bombe oder was? Das bringt nichts. Nee, das war scheiße. Das heißt wohl ja. Hey, was machst du hier, du Köter? Du hast wirklich Nerven, einfach so in die Häuser von Leuten reinzukommen. Du würdest noch nicht mal einen vernünftigen Snack abgeben, wenn du dürrer Köter. Allerdings, mein Mann hat uns ja schon leckeres Tier zum Essen gefangen. Wenn er endlich aufhört zu zwitschern, dann können wir endlich loslegen. Hey, ich kann's kaum abwarten. Echt jetzt, du greifst mich nicht an. Aber welches Tier das ist, ist mir durchaus bewusst. Der Mond scheint wieder sehr hell heute Nacht, ne? Mondlich kann wirklich das Ärgernis für uns sein, weißt du? Es scheint uns seltsame Kräfte zu geben und unsere wahre Gestalt. Deswegen macht es uns die Sache schwer, ein normales Leben vorzutäuschen. Und wir werden in solchen Nächten auch immer so hungrig. Ich hab richtig, dass ihr das hier verriet. Ah, du hast mich gesehen, du hast mich gesehen! Wo kommt der Schatten her? Was auch immer es ist, es ist nicht menschlich. Du hast mich also gesehen, jetzt werde ich dich töten. Ich werde dich aufessen. Okay, kommt raus und kämpft. Alles klar. Hey, bevor wir kämpfen, hier erstmal vor die Tür, ne? Ja, und das sind auch irgendwelche Dämonenviecher, die sehr seltsam aussehen. Gewöhnlich trennt sich da der Standardgegner. Wir haben Flügel dementsprechend. Ah, scheiße, Hit. Ja, so bekomme ich den Dämonenzahn nicht raus. Aber auf Deutsch sind die so ein bisschen eine Mischung aus diesen komischen Tarnviechern und den fliegenden Fischen. Keine Ahnung, was ich hier jetzt machen muss. Ruhig, kreis dich ein, bringt nichts. Ja. Entweder warst du der Scherzsprecher oder du hast die Technik noch nicht. Naja, auf jeden Fall lief der Kampf ja relativ schnell über die Bühne. Und damit hab ich hier diesen Koffer. Oh, es war so schrecklich, bei diesem Monster eingesperrt zu sein. Es fühlt sich wunderbar an, wieder frei zu sein. Hab vielen Dank, Hündchen. Lass mich dich streicheln. Wow. Mein Name ist June, kostbare Blume des Gasthaus spart. Gasthaus? Ja, das ist ein Gasthaus. Und die spielen sich hier auf, als wären sie irgendwie so ein Imperium. Ist sie das Mädchen, nachdem der Boss vom Gasthaus Spatz gesucht hat? Nee. Soll besser nach Hause gehen, sonst macht sich mein Papa noch mehr Sorgen um mich. Aber wenn ich alleine gehe, fangen mich diese Monster vielleicht wieder. Würdest du mit mir zusammen zur Sasa Zuflucht gehen, Hündchen? Ja, okay. Komm schon, Hündchen, los geht's. Ja, meinetwegen.
Lass mich raten, das ist jetzt so eine Scheißmission, dich darf die wirklich von nix erwischen lassen. Falsch. Du kannst jetzt einfach so wie du willst, ist das aus dem Mund laufen. Hi. Moin. Ich glaube, das ist auch die erste Stelle, bei der man richtig schön sehen kann. Egal wer einen begleitet, in Kämpfen ändert sich nichts. Okay. Ja, das ging ja schnell. Es ist doch Schwertstreich, oder? Nee. Nee, du hast die Technik noch nicht. Sehr gut. So, wieder mein Siegestanz. Weil ich einfach der Beste bin. Ja, moin. Jetzt können wir weiter, das musste kurz sein. Sekunde, das muss auch kurz sein. Ja, ich probier's mal irgendwie so, aber nee. Weil dir weiß ich ganz sicher, dass du die Technik nicht hast. Sehr gut. Du bist ja übrigens allein dasselbe sein. Bei dem habe ich sie aber schon, danke. Und dementsprechend. Apropos, gibt's eigentlich Dämonenzahnhändler nur im Wald oder finde ich da auch noch woanders wen? Du findest noch einen anderen, aber wer dieser Dämonenzahnhändler ist, ist schon ein bisschen lächerlich. Jesus. Es geht in die Richtung. Ich kann's mir vorstellen. Es ist nicht wacker. Dann kann ich's mir doch nicht vorstellen. Hi Typ, wir gehen hier mal kurz durch, wenn's dich nicht stört. Also ist mir eigentlich egal, ob's dich stört oder nicht, ich geh hier durch. Eigentlich hat der erste Dämonenzahnhändler schon einen Tipp auf den zweiten gegeben. Weil er sagte, Adlige mögen Dämonenzähne. Aha. Oh, jetzt wird's Tag. Das Timing passt, ja. Ja, wieder beim Imperium des Spastenclans. Hey, hey! Hey, du Gammler, was willst du in der Sasa-Zuflucht? Der ganze Jetzt heißt die auf einmal Stamm? Der ganze Spastenstamm ist immer in höchster Alarmbereitschaft. Niemand kommt durch das Tor, bis die Tochter des Boss gefunden wurde. Ich wollte gerade sagen, habt ihr auch irgendwie Augen im Kopf? Hä, Jun? Hi, ich bin zurück. Jun, bist du okay? Boss, sie ist wieder da. Jun ist zurück. Begeistertes langsam drehen. Paps, es tut mir so leid. Hui. Vor allem, der ist halt echt so, ist mir alles egal, ich bin eine Statue. So ungefähr. Ich werde nicht mehr alleine rausgehen. Oh, der Boss ist erfreut. Der Boss ist fett, Punkt. Bist du dir deswegen sicher? Dieses Weißhündchen hat mich gerettet, Paps. Du gibst ihm etwas, um ihm zu danken, nicht wahr? Der Boss hat dich akzeptiert, du Glücklicher. Dann komm rein. Hui, begeistertes Drehen. Also wirklich, die Emotionen, die dieser Fettsack da ausstrahlt. Wundervoll. Klarer Tipp, komm mal hinter dich. Ja, und in der nächsten Folge von Okama HD werden wir hier das Gasthaus, das kein Imperium eines krassen Clans ist, betreten. Alles Spastis. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und oder ein Abo da. Wenn euch die Kamera gefallen hat, dann verpisst euch von hier. Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.